massenweise Touristen jedes Jahr in Paris, massenweise Busse. Das will die Stadt jetzt ändern. Die Touristen sollen zu Fuß, per Fahrrad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt der Liebe. Diese Busse fahren mit Diesel. Sie verpesten die Luft, sie müssen verboten werden, bis zum Jahr 2024 auf alle Fälle, so wie andere Dieselfahrzeuge. Außerdem führen sie zu Staus und parken wild. Sie sind ein Grund, warum der Verkehr in Paris so katastrophal ist. Das sagt der stellvertretende Bürgermeister Jean-François Martin, zuständig für Tourismus. Paris will außerhalb des Zentrums nun Busparkplätze zur Verfügung stellen. Hier sollen die Touristenbusse dann stehen. 50 Millionen Touristen besuchten Paris im vergangenen Jahr.